Die Schülerfahrradwerkstatt ist ein Raum, wo Schüler lernen können zu lernen. Das heißt, sie können haben einen anderen Antrieb heraus, sich zu entfalten. Sie können lernen, Fahrräder zu reparieren. Sie können aber auch andere Fragen stellen und erfahren auf diese Weise Dinge zu entdecken. Also nicht nur einfach zu lernen, um dafür zum Beispiel eine Note oder Geld oder was auch immer zu bekommen, sondern eben wirklich Dinge zu tun, um sie rein aus der Freude am Lernen und an dem Erfahren dieser Dinge zu erforschen. Ansonsten kann man auch andere Dinge machen. Also wenn die Schüler mit irgendwelchen Projekten zur Fahrradwerkstatt kommen und sagen, so, ich möchte jetzt, was weiß ich, nicht ein Fahrrad, sondern eben ein Konstrukt für zu Hause bauen. Ich möchte vielleicht auch für den Garten irgendetwas bauen. Jeder Schüler, der seine Kompetenzen mit einbringt, kann natürlich auch dazu beitragen, dass noch mehr Dinge hier gemacht werden. Es ist ausdrücklich gewünscht natürlich.